Hallo, willkommen zum neuen Video. Heute male ich das Bild, was ihr auf der rechten Seite sehen könnt. Das Motortank wurde angeschliffen oder angepettet, Silikonentferner behandelt zum Entfetten und über dem Tankstutzen ist ein Aufkleber. So, ich nutze die Farben Weiß und transparent Dunkelblau und Hellblau. Erste Schablone wird im kompletten Weiß ausgemalt. Bei der zweiten mit demselben Weiß, aber mit weniger Deckkraft, ein leichtes Grau. So, dann hätten wir das. Jetzt gehe ich mit den transparenten Farbtonen drüber. So, wenn ich jetzt halt, weil ich eine Palmenlandschaft und Sonnenuntergang und sowas dahinter machen würde, würde das auch so funktionieren. Aber ich mache jetzt einen Engel. Was man jetzt ganz schön sehen kann, ist, dass je mehr Weiß ich benutzt habe, desto heller ist das Blau. Je weniger Weiß benutzt wurde, desto dunkler wird es. Das ist halt der Vorteil bei transparenten Farben. So kann man auch ganze Hintergründe machen, indem man wirklich nur einen Farbton benutzt, aber verschiedene Intensitäten von Weiß. So, jetzt lege ich die erste Schablone nochmal auf und nehme dann die linke Seite als da, wo das Licht einschlägt, als von der Lichtquelle, und helle die Seite nochmal so ein bisschen auf. Gut. So, das wäre dann das, was zu machen ist bei dem Girl. Und jetzt hier kommt die Abdeckschablone. Ich habe ja gestern mit dem schwarzen Untergrund gearbeitet. Ansonsten kann die Negativschablone von der, wo ich die Abdeckung mache, kann man natürlich auch mit schwarz vorlegen. Jetzt habe ich zwei Abdeckungen für die Flügel. So kann man halt, je nachdem, was für Platz man zur Verfügung hat, auch natürlich die Flügel anders setzen, wie man möchte. Kann es auch nach unten zeigen lassen. Jetzt gehe ich quasi um das Pin-Up herum, wie es eine leichte Aura. Ist egal, wie es aussieht, Hauptsache sind so ein paar verschiedene Weißtöne. Und dann kommt meine neue Flammenschablone zum Einsatz gleich. Dafür nutze ich dann Dunkelblau und Hellblau, wie auch, also gerade beim Bild habe ich nur das Hellblau benutzt, aber diesmal kommt das Dunkelblau zum Einsatz. So, einfach, das ist ein bisschen über das Weiß, was man gerade gemalt hat, ein bisschen rüberlappt und dann einfach drüber malen. Was jetzt dann nachher passiert, ist jetzt, dass ich gehe einmal drumherum mit dem Dunkelblau, danach mit dem Hellblau. Und es mischen sich jetzt halt die Töne. Das heißt also nachher, wenn das Hellblau da ist, kann es sein, dass Weiß überbleibt, dass man Hellblau sieht, dass man einen Mischton zwischen dem Hellblau und dem Dunkelblau sieht oder das Dunkelblau. Und alles halt mit den zwei Arbeitsschritten. Mit den weißvorliegenden drei Arbeitsschritte. Aber es sieht dann halt sehr schön detailliert, kompliziert aus, geht aber relativ einfach. Und wie man natürlich auf der anderen Seite sehen kann, auf der rechten Seite, geht es natürlich auch mit jeder Farbe. Man sollte dann halt nur von einem Farbspektrum zwei Farben nehmen, also Violett-Rosa oder Rot und Gelb oder Gelb und Grün. Und schon hat man eine wirklich feine Struktur. Wenn man sich jetzt noch mehr Arbeit machen möchte, kann man natürlich dann freihand nochmal ein paar weiße Effekte reinsetzen. Ich mache jetzt halt nur nochmal auf der anderen Seite der Lichtkante mache ich nochmal eine helle Aura.
So, und jetzt kommen die Flügel dran. Ähnlich wie das Pin-Up Girl sind das jetzt zwei Schablonen, weiß und grau. Und man kann es natürlich gleich um die eigene Achse drehen und den anderen Flügel machen. Also davon gibt es halt nur zwei Schablonen für die Details der Flügel, weil sie eigentlich identisch sind. Das Anlegen des Flügels dauert jetzt halt ein bisschen länger, weil ich für das Filmen den Tank so beschissen positioniert habe, dass ich eigentlich die Rückseite des Tankes kaum sehen kann. Also muss ich mich dann immer ein bisschen verrenken, um dahin zu gucken. Wenn ich direkte Draufsicht habe auf so eine Sache, dann ist die Positionierung wesentlich leichter. So, das war jetzt der Flügel. Da gehe ich natürlich auch wieder mit diesem Hellblau leicht drüber. So, jetzt kommen noch mal ein paar Sternensprenkel. Ich kann natürlich auch einen Mond oder Planeten noch dazu machen. Und einen Blitz im Hintergrund. Das bleibt einem selbst überlassen, was man da machen möchte. Wie gesagt, auch mit den Farben kann man schöne Effekte mit anderen Farben auch erzielen. So, und jetzt das Ganze noch so ein bisschen ausdekoriert mit ein paar Sternchen. Und dann wären wir schon fast fertig. Also insgesamt hat das Malen 8,5 Minuten gedauert. Und jetzt gehe ich noch einmal kurz quasi um Engel rum. Und man wäre fertig. So, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Ansonsten bis demnächst.